meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Steam-Demo. Ein bisschen abweg von unserem normalen Survival tun wir jetzt und gehen ein bisschen in das, schon auch Survival ist ja eigentlich eh schon breit gefächert heutzutage, aber ein bisschen in das Horror-Genre rein, da halte ich mich ja gerne auf. Eigentlich habe ich immer gern gespielt. In den Let's Plays habe ich es noch ein bisschen vor, außen vor lassen, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ich weiß ja nicht, ob die Leute da so drauf stehen. Wenn man sich da jedes Mal reißt wie deppert. Ich stehe mal drauf, ich sitze vom PC und ich falle halt vom Sessel bei manchen so Jumpscare-Effekten und so. Aber mit guter Story und alles finde ich so Spiele recht gut. Deswegen schauen Sie sich mal eine Demo an. Nämlich, wie Sie groß sehen, ist links oben, naja, hier, ein Alien-Horror-Game. Es geht darum, irgendein Farmer meint, Aliens gesehen zu haben, die haben ihn entführt einmal oder da schwirren Licht am Himmel rum, wie es im Hintergrund da seht. Und wir sind Reporterinnen und müssen uns das jetzt halt mal anschauen. Die Geschichte sehen wir jetzt eh gleich dazu. Das ist ein Singleplayer-Game, Story-Driven. Und finde aber eigentlich, dass das... Also ich mag so Spiele auch. Ich stelle es euch vor, bei der Demo ist es ja schon mal gut. Ihr müsst es nicht selber spielen, ihr könnt es mal gemütlich einfach zuschauen. Euch wird es wahrscheinlich genauso reißen wie mich, weil ich immer losschreie. Und dann ihr wahrscheinlich vom Sessel fallt, weil ich schreie. Nicht wegen dem Spiel, aber ja, soll es so sein. Warum auch nicht? Und ja, schauen Sie sich mal an. Es kommen jetzt eine Reihe Demos. Übrigens, sorry dafür. Ja, es, ich weiß nicht, wann Sie das Video seht. Es sind jetzt normal kommen täglich Videos und das schon seit fast einem, zwei Jahren. Es ist jetzt die Europameisterschaft vom Fußball. Wir haben in unserer Arbeit, wo mein Beruf halt, irrsinnig viel Arbeit, teilweise Überstunden gehabt, teilweise 12-Stunden-Tage. Das ging sich dann ein paar Tage nicht aus. Wird sich auch wieder bessern. Bitte verzeiht es mir. Schreibt da mal ein kleines Berichtchen dazu, so also einen Beitrag. Und bevor ich jetzt noch lang rumbabbel, blöd, starten wir ein neues Spiel. Ja, Vertonung gibt's nicht, ne? Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Gelese vor uns. Dass ihr euch gemütlich zurücklehnen könnt und einfach nur das lustige Video dahinter anschauen könnt, lese ich es euch halt mal vor. Auf der Gracefoot Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman, grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Es ist so typisch, Aliens kommen prinzipiell bei Maisfeldern, ja? Die kommen nicht bei Sonnenblumenfeldern, die kommen nicht bei Rüben, die kommen immer bei Maisfeldern. Das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz, ja? Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen oder eine außerirdische Invasion? Die Journalistin Taylor Fox, also ein Standardname, reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für die Lokalzeitung zu drehen. Man dreht ja Fotoberichte, ne? Aber gut, die Übersetzung ist auf Deutsch, muss ich sagen, ein bisschen Botschaft. Wie würde ich sagen, sie ist nicht falsch, aber sie ist halt, ja, Botschaft halt. Gut, schauen wir weiter. Herunterladen. Aber ich glaube, auch das ist nicht perfekt übersetzt. So, wir sind hier. Mit dem Farmer Peter Sherman reden. Nach hinten? Kann man nach hinten gehen überhaupt? Nee. Ah, eine Wall. News. Ich habe aber ein schönes Auto. Ich lasse auch prinzipiell mal die Lichter brennen, sicherheitshalber. Schatten werfe ich keinen. Macht nichts. Oh, Lichti. Was macht er jetzt? Ach so. Gedrückt halten, um ein Foto aufzunehmen. Klicken reicht auch. Dies ist ein großartiges Material für die Fotostory. Ja. Dann sind im Endeffekt. Ja. 3 Punkte. Blümchen.
Ja, auf der ganzen Straße gerade weit ist keine Laterne, aber irgendwer hat Bajonetten, hat es mal aufgestellt bei meiner Farm. Ich sprinten kann ich nicht, ich kann nur gehen. Da passiert doch sicher gleich irgendwas. Mein Herzschlag geht schon wieder hoch. Panik? Angst? Gut, das dürfte zum Spannungsaufbau sein, weil da war jetzt nichts sonst. Hüpft jetzt gleich irgendwo so ein Dodel vor? Nee. Oh, ein Zettel. Klick. Zettel des Farmers. Rückseite ist nichts drauf. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Okay. Mein Sohn und ich untersuchen die Farben. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Ich weiß nicht, wie viel Hilfe sie kriegen wird, wenn es alle angeht, aber okay. Mir wurscht. Jedenfalls muss ich ehrlich sagen, was ich mal schon gedacht habe, weil ich habe das schon angespielt, aber nicht durch, so, nur so ein Teil. Wenn man die nächsten Zettel, die jetzt kommen, anschaut, dafür, dass die Tochter entführt wurde, hat er verdammt viel Zeit gehabt, Zettel zu schreiben. Das Haus untersuchen. Hallo, hallo? Was ist die Funktion? Das heißt, meine Telefonleitung ist platt. Die erste Voraussetzung für einen Horrorfilm ist gegeben. Milch, Cola, Kaffee, Zeitung. Schaut nach einem gemütlichen Morgen aus. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Mystery Sky Object seen here. Hoppala, ist verkehrt. Da haben wir unser Extraterrestrial Hypothesis still unproved. Naja, gut, also wenn das wirklich in den Kornkreis gemalt war, das war jetzt mal sicher ja kein Zufall, das war dann schon irgendwer, der denken kann. Aber ich traue mich hier mich gar nicht bewegen. Ich stelle meinen Rücken an die Wand, da kann nicht viel sein. Tropf. Lol. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Die Häuser in The Infected, die waren genauso. Stiegen rauf. Eine Tür hier, eine hier. Kasten. Und hier war halt manchmal im Eckerkasten oder da vorne. Und der steht hier. Ja gut, dürfte ja anscheinend eine Bauweise früher gewesen sein, die gerne verwendet wurde. Gut, das haben wir hier ein Bildchen, da fange ich nichts an. Noch ein Bildchen, mit dem fange ich auch nichts an. Tür, Tür, Tür. Tür leuchtet. Warum leuchtet Tür? Schauen wir mal. Oh, ich krieg schon wieder Panik. Hallo? Hat dann seinen Computer reinlassen. Hier. Das schaut aus wie viel zu lesen. Okay, na dann gehen wir es an. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben: einen zum restlichen Körper überproportional großen Kopf, keine Haare. Gott sei Dank hat er mir das gesagt, sonst hätte ich es ja vielleicht mit irgendwelchen Hippies verwechselt.
Tiefschwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaße, scharfe Krallen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit einem grellen Licht am mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Frenzy! Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von dem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar, ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Er rührt hat er sich auch. Naja. Okay. Wie gesagt, um das alles zu schreiben, hatte er noch viel Zeit, nachdem die Tochter verschwunden war. Kann ich hier auch was tun? Nee. Das Spiel lässt sich übrigens überhaupt da in den Einstellungen, nur wenn wir gerade dabei sind, Steuerung gibt es nur Mausempfindlichkeit. Also man weiß nichts, was man tut in dem Spiel. Das wird einfach erklärt, so währenddessen. Kindertagebuch des Farmers, na, da haben wir es ja schon. Ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das vergessen? Der Text: Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe einen verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran, festgewachsen zu werden. Ja, das ist mit der Übersetzung, ja. Aber man weiß, was gemeint ist. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizieren. Dann kam einer von ihnen und tat etwas an meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Hätte ich auch nach so einem Erlebnis, mein Freund? Was machen wir jetzt? Heidi Klum. Schaut fast so aus. Ein Foto aus dem Internet. Das sieht so aus, hätte Peter Sherman Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ja, ein Foto aus dem Internet. Okay, das ist das Gleiche. Okay, da steht nur das Gleiche. Ja, mein Freund. Größten Eier dürfte er nicht haben. Sofern das für die Rolle spielt. Das, da kennt man gar nichts. Das schaut eher aus wie die Gestalt in Valheim, der Odin, der manchmal da spawnt. Das ist ja sowieso nutzlos. So, ich bin da gerade wirklich so am, nicht zittern, aber richtig so, ich weiß nicht, man ist so aufgewühlt, so irgendwann passiert gleich was, man weiß es nicht und zack! Man rechnet ewig damit und irgendwann denkt man sich, gut, verhunzt, dann passiert doch nichts. Und genau dann passiert's. Und dann reißt es einem wieder, dass er vom Sessel haut. Gut. Und warten wir mal, wann der Punkt kommt. Was machen wir denn jetzt? Auf Tab passiert ja gar nichts, kann ich mal im Questlog schauen. Eine Türe haben wir ja noch, das ist so ziemlich die einzige. Mein Problem ist, traue ich mich da jetzt rein? Ja, muss ich ja. Hallo?
Hallo? Ah, das ist wahrscheinlich das Zimmer der kleinen Megan. Megan heißt Zettel. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Was haben wir hier? Okay, also die kleine Megan. Dürfte das außerirdische Hansel da gesehen haben. Und ihn gewunken haben freundlich. Und der Hund hat Wawa gemacht. Soll er auch Beinbrecher? Oh. Jetzt ist die Megan traurig. Der Typ ist noch immer da. Näher sogar. Hat Blut an den Händen und der Hund ist übermalt mit X in den Augen. Ich glaube, der hat den Hund platt gemacht. Das ist das Zimmer der Tochter. Der Tochter, oder meiner Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Okay. War es jetzt? Fuck! Boah, leck mich noch am... Die Journalistin Tyler Fox hört sich nebenbei vom Schlottern her ziemlich männlich an. Alle Mann schon noch gehört, dass sie verschwundene Mädchen beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Leute, ich krieg dann einen Nervenanfall. Alter, mach die Tür zu. Du, ich gehe mal davon aus, dass ich da raus muss. Die war vorher nicht offen, die Tür. Boah, wie ich sowas hasse, wirklich. Okay, im Wohnzimmer. Wunderschön hergerichtet im The Ring-Stil. Mal rein da. Nein, nicht die Lampe abschalten. Lass sie brennen, sonst kriege ich einen Anfall. Ah, es spiegelt sich. Die 80er Jahre Gruselfilme. War doch nicht so viel mit Special Effects geschaut. So, ist das jetzt im Fernsehen oder steht da jetzt irgendwo gleich an und wir kriegen einen Herzinfarkt? Die war aber auch nicht offen gerade. Ein Klo, da müsste ich jetzt mal ran. Was ist da draußen? Was zum Henker? Puh. Wenigstens hoffe ich, dass beim Lesen nichts passiert. Hängt auch was? Nein. Als Kind bekam ich Kopfschmerzen zu empfinden. Okay, also er hat Schellweg gehabt. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken im Hinterkopf hinzugekommen. Und jetzt sehe ich ein, warum die Ärzte die Ursache der Migräne nicht feststellen konnten. Die Antwort ist einfach, die Entführung. Okay. An die Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne.
Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da, da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, also implantiert. Eine Art Sender oder Implantat, deswegen habe ich alles erfasst, da habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Ah. Ja, schon, das ist so ein kleiner Gelsenvernichter. Also, wird es wahrscheinlich eher nicht sein, aber... In einem Zettel behauptet Peter Sherman ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr hervor ausgeschnitten zu haben. Dann wird das das Teil sein. Blutspuren, Fingerabdrücke, alles da. Sehr schön. Auch ein Foto davon. Erledigt. Licht. Ach Gott. So, und jetzt? Kann ich woanders hingehen? Oder kann irgendwer die Scheißtür zumachen, wenn ich zu blöd bin dafür? Ich werd deppert. Ey Leute, ich reiß das sicher gleich volle Kanne. Da war doch gerade so ein. Der ist nach links weg. Wo soll er denn hin? Leck mich doch, Alter. Hala, Havara. Mein Auto. Ich traue mich da jetzt gar nicht durchgehen, ehrlich gesagt. Boah. Wie erstens liebe ich ja solche Spiele, aber andererseits hasse ich sie auch wirklich. Das ist ja... Lauf zum Auto. Okay, krieg ich hin. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Lauf! Kann ich schnell laufen. Boah. Steig ein und fahr weg. Wirklich, fahr einfach weg. Kündig deinen Job und werd Bäcker. Oder sonst was. Die Phantom Sailors grüßen. Mit vier Lichter, das sind schon sechs. Jetzt. Okay. Alter. Danke. Danke, Spiel, dass du jetzt aus bist. Also, ich schau mal, ich schätze mal, das war die Demo. Das war es jetzt mit der Demo. In der Vollversion des Spiels finden sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen sie das Spiel zur Wishliste zu, bla 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 bla. Ich werde es zur Wishliste hinzufügen, das werde ich machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ob ich das nervlich aushalte, wenn ich mehr als ein so ein Spiel irgendwie mal ab und zu zocke oder so, weil ich glaube da, also, das, nein, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn es da sitzt, die Tür geht auf einmal, reißt dich da wirklich, war, wie gesagt, mich hat's gerissen, mehr als einmal, ich war voll drin in dem Game, heißt so viel wie, die Entwickler haben gute Arbeit geleistet, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich würde auch sagen, wenn jemand sowas mag, das Spiel schaut nicht schlecht aus.
Ob ich es Let's Playen werde, ist eher eine Zeitfrage. Nervenfrage eventuell auch. Und ansonsten war es das, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Videos kommen hoffentlich bald wieder regelmäßiger. Bisschen ist in der Arbeit noch stressig, bisschen EM ist noch und dann gehen wir wieder Vollgas, auch mit neuen Survival-Titel. Wenn's kein Video verpassen wollt, hämmert's den Abo-Button, haut's ein Like rein und kommentiert's fleißig. Schaut's auf Discord vorbei und bis zum nächsten Mal und ciao.